Am Anfang des Jahres erschütterte eine Pandemie die ganze Welt. Viele Auslandsreisen wurden schlagartig storniert. Das Coronavirus hält bis heute die ganze Welt in Atem. Durch die eingeschränkte Reisefreiheit kommen weniger ausländische Touristen nach Berlin und die Deutschen erkunden vermehrt ihre Hauptstadt. Nur 19% der Deutschen planen dieses Jahr eine Reise ins Ausland. Ich habe Urlaub geplant, aber das wird erst im Oktober sein. Aber ich werde das hier auch in Deutschland machen, weil es mir noch zu streng ist mit den Auslandsreisen. Ehrlich gesagt hatten wir gar nicht so große Pläne. Das hat sich dann spontan ergeben, jetzt auch durch die Reisesituation. Ja, wissen Sie, es ist meine erste Reise seit Beginn der Pandemie. Als ich in Schottland am Flughafen war, alles leer. Das stresst einen und macht traurig. Abgesehen davon, alles normal. Ja, ich würde ja gerne nach Kuba einreisen, aber aufgrund des Coronavirus ist das halt nicht möglich. Ich habe gehört, es soll ab August wieder möglich sein. Und ich stehe ja in Verbindung dort in Kuba, telefoniere ständig und dort ist auch Maskenpflicht zurzeit. Die Kubaner halten sich alle dran und dort haben das ziemlich wenig Corona-Fälle, weil sie alle sich an die Maskenpflicht halten und dort das entsprechend beachten und entsprechend sind sie auch alle etwas gesünder als hier in Deutschland. Bei uns ist es eigentlich ganz ähnlich. Und ich habe das Gefühl, hier in Deutschland wird noch mehr drauf geachtet, vor allen Dingen im Hotel, im Restaurant und in den Cafés, dass man immer die Schutzmaske dabei hat, die Hände desinfiziert. Mir scheinen auch die Maßnahmen in den Gaststätten angemessen. Desinfektionsmittel überall, Informationsschilder, wie man sich in einem Fahrstuhl verhält. Nur Mitglieder der eigenen Familie dürfen zusammenfahren. Es sind die kleinen Dinge. Die Maßnahmen sind gut. Null Angst, ne. Ich finde es eher lästig, diese Maske zu tragen, weil persönlich habe ich keine Erfahrung, dass jemand sich angesteckt hätte und so weiter. Gerade die letzten Monate waren ja extrem einschränkend. Ich arbeite in der Gastronomie, konnte jetzt 3 Monate gar nicht arbeiten. Und das ist, also dadurch habe ich es im Alltag noch sehr viel mehr gespürt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband äußert sich zu dieser Problematik folgendermaßen. Alle Betriebe wurden mit einer solchen Wucht getroffen, dass sich sehr viele Unternehmen in einer sehr kritischen wirtschaftlichen Situation befinden. Die Unternehmen, die es durch die Krise schaffen, werden noch jahrelang mit dem Abtragen der schweren wirtschaftlichen Schäden zu kämpfen haben. Viele der Inhaber bzw. familiengeführten Unternehmen brauchen dringend Hilfe. Rainer Klupitzke ist seit 1990 in der Schifffahrtsbranche tätig. Mit seinen Ausflugsbooten ist er regelmäßig auf Spree- und Landwehrkanal unterwegs. Auf seinen Touristenfahrten sind die Auswirkungen des Coronavirus für ihn besonders stark zu spüren. Ja, also man kann sagen, die Tourismusschifffahrt sehr schlecht. Wir haben immer sehr viele Veranstaltungen. Alleine bis zum heutigen Tage haben wir 72 Veranstaltungen, die uns storniert wurden. Soll ich das ganz deutlich sagen? Ja. Ganz beschissen, weil wir können nur weniger Leute mitnehmen. Die ganzen Sonderveranstaltungen sind weggefallen und alles richtig ganz schön ins Konto. Wir haben im Moment nur die Linienfahrten und die Linienfahrten sind 20% vom Umsatz dieses Jahr im Gegensatz zum Vergleich vom vorigen Jahr. Heute haben wir zum Beispiel einen Liegetag auf dem Schiff hier, weil Regen angesagt war, wo wir sonst auch immer gefahren wären. Aber man kann in der heutigen Zeit das nicht erlauben, einfach mal ein bisschen leer zu fahren. Und wir müssen viel versuchen, Werbung zu machen. Aber eben, wie gesagt, die Touristen, es läuft der Tourismus in der Stadt an. Es sind also die Hotels haben schon was, man merkt auch aus anderen Bundesländern oder die Leute kommen, aber ganz verhalten. Also es ist 25% von dem höchstens, was sonst normalerweise um diese Jahreszeit da wäre. Für einige Menschen ist diese Zeit besonders kritisch. Durch die Krise sind sie arbeitslos. Dass ich also seit dem 22. März arbeitslos war und jetzt seitdem erst den dritten Einsatz habe. Ja, also arbeitslos ist alles schön und gut, aber irgendwann will man ja auch mal wieder raus. Oder?